wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen alle miteinander am einen Donnerstag zur drittletzten Vorlesung der Theorie der Informatik. Wenn Sie da oben rechts sitzen, könnten Sie noch einmal kurz die Türe zumachen. Dankeschön. Auch wenn da bestimmt gleich noch ein, zwei Personen dazukommen. Dieses eine Mal fange ich ohne Feedback-Slide an, denn das letzte Feedback war ja gar nicht für mich, sondern für Alfredo Cantarella. Ich habe aber das Feedback gesehen und es war absolut stellar. So gut, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, wie ich jetzt heute in diese Vorlesung reinkommen soll. Wie ich dann mit dem Feedback umgehe, das Sie mir wahrscheinlich heute geben. Ich will aber trotzdem anknüpfen an das, was er am Dienstag mit Ihnen gemacht hat. Kurze Zusammenfassung nochmal, damit wir wenigstens vielleicht ich wieder jetzt mit Ihnen aufholen kann. Ich habe mir die Slides angeschaut und im Wesentlichen haben Sie jetzt also am Dienstag eine ganze Reihe an Beispielproblemen gesehen, die alle NP-vollständig sind. Die also alle durch Reduktion im Endeffekt, auch wenn teilweise über mehrere Schritte, durch Reduktion von SAT erreicht werden können. Ja, also dass die die Eigenschaft haben, dass SAT auf sie reduziert werden kann. Und es hat Ihnen vielleicht das Gefühl gegeben, erstens, dass es eine ganze Reihe an solchen NP-vollständigen Problemen gibt. Zweitens, dass diese Probleme durchaus recht handfest sind, recht konkret, greifbar. Integer Programming, Knappsack, Traveling Salesman, Subset Sum, ja, und so weiter. Und das ist ein bisschen auch wieder eine Struktur, die sich spiegelt, die Sie vielleicht wiedererkennen aus der Berechenbarkeitstheorie, wo die entsprechende Situation die verschiedenen Berechnungsmodelle waren. Wir haben festgestellt, dass wir lauter verschiedene Berechnungsmodelle haben, While-Schleifen, Go-To-Programme, alle möglichen exotischen Arten zu Berechnungen durchzuführen und das Lambda-Kalkül und so weiter, die alle im Endeffekt äquivalent zur Turing-Maschine waren. Hier so ähnlich gibt es lauter Probleme in NP, die alle äquivalent sind auf diese Art und Weise durch diese Reduktion zu SAT. Weil wir nämlich SAT auf all diese Probleme reduzieren können und umgekehrt alle diese Probleme auf SAT reduzieren können, weil sie nämlich vollständig sind. Und dann gab es da zwischendurch, kam natürlich die offensichtliche Frage auf, ja, irgendwie scheinen jetzt quasi alle Probleme in NP vollständig zu sein, ist ja auch irgendwie seltsam. Gibt es denn auch irgendwas zwischen NP vollständig und P? Ja, also gibt es Probleme in NP, die nicht gleich vollständig sind. Und dann haben Sie zwei Beispiele für gesehen, von denen man zumindest nicht weiß. Also zuerst mal haben Sie, glaube ich, daran erinnert, dass es diesen Satz gibt von Ladner, der besagt, dass es solche Sprachen geben muss zwischen P und NP vollständig, falls P ungleich NP ist. Und da gibt es quasi zwei Textbuchkandidaten dafür, die immer erwähnt werden. Eine davon ist diese Integer Factorization, also die Frage danach, ob eine Zahl einen Primfaktor hat, der kleiner ist als k. Dafür gibt es keinen bekannten Algorithmus in p, deswegen muss man zumindest davon ausgehen, dass sie vermutlich in np ist, aber es gibt auch keine Reduktion von SAT auf dieses Problem, deswegen kann man auch nicht sicher sein, dass das NP vollständig ist. Und dieses Problem ist vielleicht ein guter Weg rein in das erste Drittel dessen, was ich heute in der Vorlesung mit Ihnen machen möchte, nämlich eine kleine Tour um NP herum. Ich habe die Vorlesung heute genannt in NP, um NP und um NP herum. Und noch quasi als Abschluss der Komplexitätstheorie-Teils, Dienstag machen wir dann noch so ein bisschen ein paar letzte klärende Ideen aus in der zwischen Verbindung von Komplexität und Berechenbarkeit und Donnerstag noch eine Wiederholung für die Klausur. Machen wir heute so eine abschließende Tour um NP herum und fragen uns, wie man denn eigentlich jetzt über Komplexität, ob wir eigentlich all das, was wir jetzt gesehen haben im Bereich Komplexität, ob das eigentlich alle Fragen sind, die man so in Komplexität stellen kann oder ob es nochmal ganz orthogonale vielleicht auch Sichten auf diese Probleme gibt. Die erste Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, Sie erinnern sich daran, dass wir während der, was ist eigentlich, warum ist P gleich NP oder ungleich NP eigentlich so schwer zu zeigen, auch diese Zeit- und Speicherhierarchie konstruiert haben, in der wir unter anderem gesehen haben, dass NP eine Teilmenge oder gleich zu X bis, also zu dem Problem, die in einer deterministischen Turing-Maschine in exponentieller Zeit gelöst werden können.
Und deswegen, also auch hier ein Teilmenge oder gleich, immer noch unklar, ob die beiden identisch sind oder nicht. Deswegen kann man sich vielleicht eine erste Frage stellen, ob eigentlich zwischen NP und EXP, ob man da irgendwas einziehen kann, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob es da noch Probleme gibt, die zwar schwerer sind als die in NP vielleicht, aber leichter als die in EXP. Und eine Art, über diesen Gedanken einzusteigen, ist genau dieses Problem, Integer Factorization, das Sie am Dienstag gesehen haben. Da haben Sie nämlich in dem Beweis, den Sie da einmal kurz schnell durchgegangen sind, glaube ich, einmal beobachtet, dass man die Entscheidung, ob eine Zahl in L ist, in beide Richtungen in polynomieller Zeit verifizieren kann. Also das Problem ist, die Sprache ist, ich gebe Ihnen eine natürliche Zahl, die Frage ist, hat sie einen Primfaktor, der kleiner ist als eine bestimmte Konstante k? Dann kann man sich für die Tatsache, dass eine Zahl n in dieser Sprache ist, ein Polynomialzeitzertifikat vorstellen. Nämlich, wenn eine nicht-deterministische Turing-Maschine eine Primzahlzerlegung findet und dann einen Primfaktor da drin auswählt, der kleiner ist als k, dann kann sie Ihnen diesen Primfaktor geben und dann können Sie einen Verifizierer schreiben in polynomieller Zeit, der macht Folgendes, der schaut sich diese Zahl an, k, überlegt sich erst, ob das eine Primzahl ist, hoffentlich kann er das in polynomieller Zeit, darüber reden wir später heute, ich schiebe das mal zur Seite und sage einfach mal ja, es geht, Sie werden nachher sehen, dass es tatsächlich geht, und dann teilt er die Zahl n durch diesen Primfaktor und wenn was Ganzzahliges rauskommt, dann weiß er, ah, okay, richtig, das ist wirklich ein Faktor, also ja. Umgekehrt, wenn die Sprache, wenn eine Zahl n nicht in L quer ist, dann können Sie auch ein Polynomialzeitzertifikat bauen. Sie können nämlich sagen, hier sind alle Primfaktoren dieser Zahl, also angenommen, Sie haben eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die die Primzahlzerlegung macht, und dann sagt sie, hier sind alle Primzahlen, die als Faktoren gemeinsam die Zahl n aufmachen. Wie viele von denen gibt es? Naja, logarithmisch viele. Sie können sich vielleicht kurz schnell überzeugen, dass die Primzahlzerlegung einer Zahl logarithmisch viele Faktoren hat. Wie machen Sie das? Na, ganz grobe Idee. Sie können sich vorstellen, dass all die Primfaktoren größer gleich 2 sind. Ne? Und deswegen gibt es davon höchstens Zweierlogarithmus von n viele Faktoren. Und dann gucken Sie die alle an. Von denen gibt es logarithmisch vieles, also kein Problem. Schauen bei jedem, ob sie prim ist und schauen, ob das Produkt von all denen zusammen die Zahl ergibt. Fertig. Und es ist auch eine interessante Situation, dass wir sowohl für L als auch für L quer, wenn Sie wollen, also für Zahlen, die nicht in dieser Sprache sind, ein Polynomialzeitzertifikat bauen können. Das ist ja im Allgemeinen bei Problemen in NP nicht so. Und um das nochmal kurz klar zu machen, machen wir, ist eigentlich gar nicht gut, hätte es so machen sollen vielleicht. Hier mal ein Beispiel. Ja, okay. Mist, habe ich die Slides falsch rum reingebaut. Geht schon gut los. Ja, es kommt davon, wenn man keine Zeit hat, die Vorlesungen einmal zu üben. Wie machen wir das? Ich zeige Ihnen nachher ein Beispiel dafür, dass es Probleme in NP gibt, bei denen man diese Entscheidung nicht treffen kann, bei denen die Zertifizierung der Tatsache, dass ein Element nicht in der Sprache ist, sich irgendwie schwerer anfühlt als die Zertifizierung von einer Instanz aus der Sprache. So. Und um das sauber formulieren zu können, konstruieren wir uns ein Konzept, das das Komplexitäts analog ist zu der Menge Core, die Sie aus der Berechenbarkeitstheorie kennen. Sie erinnern sich, in der Berechenbarkeitstheorie hatten wir die Menge der rekursiv aufzählbaren Sprachen, RE, und dann CoRE, das ist die Menge der Sprachen, deren Komplement rekursiv aufzählbar ist. Und diese Menge ist nicht das Komplement von RE, sondern es ist die Menge der Komplementsprachen von Sprachen aus RE. Genauso können wir uns eine Menge CoNP definieren, das ist die Menge der Sprachen, deren Komplement in NP ist. Ja? Die ist so definiert, hier steht sie, also die Menge aller Sprachen
so dass eine nicht-deterministische Turing-Maschine existiert, so die das Komplement von L in polynomialer Zeit entscheidet. Und das können Sie vergleichen, erstens mit Coré, die ich irgendwo anders hingeschrieben habe. Ja, ich ziehe gar nicht drauf, aber von der Definition her ist es natürlich analog. Aber Sie können es vergleichen mit NP. NP ist die Menge aller Sprachen, für die es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die die Sprache in polynomialer Zeit entscheidet, also Elemente aus der Sprache. Und vielleicht abgrenzen von dem Komplement von NP. Das Komplement von NP ist die Menge aller Sprachen, für die es keine deterministische Turing-Maschine gibt, die in polynomialer Zeit entscheiden. Und das ist was anderes, ja, als die Menge aller Sprachen, für die es eine deterministische Turing-Maschine gibt, sondern dass deren Komplement in polynomialer Zeit entscheidbar ist. Das bedeutet, wenn eine Sprache in diesem Co-NP liegt, wenn also ihr Komplement in NP liegt, dann heißt es ja, dass, weil ihr Komplement in NP liegt, das ist ein Zertifikat für alle Instanzen von L, also Elemente aus L quer gibt. Das heißt, es gibt Zertifikate für alle Nicht-Instanzen von L. Wir können also beweisen, dass ein Element nicht in der Sprache ist, in polynomialer Zeit. Und jetzt kommt endlich mein Beispiel dafür, nämlich eine Sprache aus CoNP, die sieht so aus, CoSat. Sie wissen, dass Sat in NP ist. CoSat ist die Menge aller konjunktiven Normalformformeln, boolschen Formeln, die nicht erfüllbar sind. Die also keine Belegung haben, die sie erfüllt. Wenn Sie schon verstanden haben, was CoNP ist, dann ist wahrscheinlich klar, dass diese Sprache von diesem Typ ist. Warum? Weil Ihr Komplement, also Instanzen aus Ihrem Komplement, sind in NP. Ja, oder Ihr Komplement ist in NP. Ja? Die Instanzen Ihrer Komplement, Ihr Komplement besteht aus Instanzen, die zu SAT gehören. Weil, wenn die Formel erfüllbar ist, dann ist sie ja in SAT. Jetzt könnte man sich, um besser zu verstehen, was es mit diesem CoNP auffällt, erstmal fragen, warum ist diese Menge nicht in NP? Man könnte sich ja folgenden Beweis überlegen, und dann frage ich Sie, was an diesem Beweis falsch ist. Ich sage Ihnen schon mal jetzt, dass er falsch ist. Angenommen, ich wollte Ihnen zeigen, dass dieses Problem CoSat in NP ist, dann könnte ich ja sagen, ich baue mir eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die nimmt diese Formel Phi, probiert alle möglichen Belegungen aus und wenn sie eine Belegung findet, die die Formel nicht erfüllt, dann akzeptiert sie. Und dann gebe ich Ihnen diese Formel, die mit ihrer Belegung, die nicht erfüllt ist, und Sie können dann in polynomialer Zeit verifizieren, dass die Formel mit dieser Belegung nicht erfüllt ist. Klar, ne? Weil Sie können ja, wir wissen ja, dass wir in polynomialer Zeit testen können, ob eine Belegung die Formel erfüllt oder nicht. Warum ist dieser Output dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine kein Zertifikat für Mitgliedschaft der Formel Phi in CoSat? Ja. Genau. Also nur weil ich eine Belegung gefunden habe, die Formel nicht erfüllt, habe ich ja noch nicht gezeigt, dass diese Formel nicht erfüllbar ist. Also hier steht es auch nochmal. Diese Maschine, die erkennt ja lauter Formeln, die nicht in CoSat sind, nämlich zum Beispiel alle erfüllbaren Formeln, die nicht immer erfüllt sind, sondern die eben auch Instanzen haben, die auch Belegungen haben, so dass die Formel nicht erfüllt ist. Also kriegen wir ein banales Beispiel auf die Schnelle hin. Eine konjunktive Normalformel könnte machen wir die einfachste, ist einfach A und B. Ne? A und nicht A. Nee, A und nicht A ist auf jeden Fall eine, die drin ist. Kriegen wir eine, die nicht drin ist. A und B liegt nicht. A und B liegt nicht in CoSat, weil es gibt ja die Belegung wahr und wahr, sodass die Formel erfüllbar ist. Ne? Aber es gibt auch die Belegung wahr und falsch oder falsch und wahr oder falsch und falsch, die alle drei nicht die Formel erfüllen. Hast du es hinschreiben sollen? Das ist zu offensichtlich.
Und deswegen ist diese Formel nicht in COSAT drin. Okay. Das zeigt erstens, dass das offensichtlich eine scheinbar andere Menge ist, CoNP und NP. Und es gibt jetzt auch ein Gefühl dafür, was für eine Art von Zertifikat wir jetzt brauchen, wenn wir diese Menge charakterisieren wollten. Für NP wissen wir, dass wir eine nicht deterministische Turing-Maschine finden können, welche ein Output produziert, nämlich das Zertifikat, dem wir einer deterministischen Turing-Maschine geben können, die dann in polynomieller Zeit verifiziert, dass eine bestimmte Lösung existiert. Für Instanzen aus CoNP brauchen wir was Komplizierteres, scheinbar Komplizierteres zumindest. Wir brauchen nämlich so ein Zertifikat, das sagt, für alle beliebigen Belegungen der Formel haben wir die Eigenschaft das und so weiter. Also statt eines, es existiert ein Quantor-Aussage, nämlich hier ist ein Zertifikat, brauchen wir ein Zertifikat, das so ein für alle Entscheidung trifft. Und das ist tatsächlich eine alternative Definition oder Charakterisierung von CoNP. Eine Sprache ist in CoNP genau dann, wenn es ein Polynom P und eine deterministische Turing-Maschine M mit polynomieller Laufzeit gibt. Diese polynomielle Laufzeit hat nichts mit diesem Polynom P zu tun, die ist einfach nur polynomiell, so dass für jedes X gilt, dass, wenn es in der Sprache ist, gilt für alle Zertifikate von dieser Länge, für alle U aus dieser Menge an möglichen Belegungen von polynomieller Länge, gilt, dass die Maschine akzeptiert, dass sie das also korrekt ausführt. Das heißt, die Aufgabe dieser Maschine, das ist die Entsprechung zu dem Verifizierer in NP. Hier drunter steht nochmal die Definition von NP. Genau, alles genau gleich, nur hier steht ein, existiert ein. Und diese Maschine haben wir den Verifizierer genannt. Das ist eine deterministische Turing-Maschine, die kriegt das Zertifikat und es reicht ihr, ein Zertifikat zu geben. Für Probleme in CoNP müssen wir zeigen, dass die Maschine für alle möglichen Belegungen des Zertifikats immer akzeptiert. Und das scheint irgendwie schwieriger zu sein. Deswegen kann man vielleicht ahnen, dass NP irgendwie so scheinbar einfacher zu sein, einfachere Instanzen zu enthalten scheint als CoNP. Und jetzt kann man sich fragen, wie CoNP zu NP zusammengehört, dazu kommen wir gleich. Man kann aber auch umgekehrt fragen, für NP hatten wir ja NP-vollständige Probleme. Gibt es auch CoNP-vollständige Probleme? Also eine Menge an Sprachen, oder eine Sprache in CoNP, so dass alle Sprachen aus CoNP auf diese Sprache reduzierbar sind. In der Tat gibt es solche Sprachen, die heißen CoNP vollständig. Und hier ist ein Beispiel dafür, die Tautologie. Eine Tautologie ist eine boolesche Formel, die immer wahr ist. Die für jede beliebige Belegung immer wahr ist, die also quasi keine sinnvolle Aussage macht, weil sie per Konstruktion immer zu wahr auswertet. Tautologie ist tatsächlich CoNP vollständig. Warum? Also ungefähr so funktioniert der Beweis. Wie zeigt man, dass eine Sprache NP-vollständig ist? Na, man zeigt zunächst mal, dass sie in NP liegt und nicht draußen, sonst wäre sie ja nur NP-schwer statt NP-vollständig. Und dann zeigt man diese Reduktion. Also müssen wir erstmal zeigen, dass diese Sprache in CoNP liegt. Das haben wir im Prinzip gerade gemacht. Stand nämlich da vorher auf einem, das ist ein Beispiel für diese Konstruktion oder ein anderes Beispiel für die Konstruktion, die wir gerade eben gemacht haben, schauen Sie sich das Komplement von dieser Sprache an, also eine Formel, die nicht immer wahr ist, ja? Die also auch mindestens eine Belegung hat, sodass sie für falsch auswertet, und das ist eine Verneinung von der Instanz von SAT. Okay. Also liegt die in CoNP. Jetzt müssen wir noch diese Reduktion zeigen. Wir müssen uns also vorstellen, angenommen, ich habe eine Sprache, die in CoNP liegt, statt in NP, gibt es eine Polynomialzeitreduktion von dieser Sprache auf Tautologie. Und der Beweis dafür ist jetzt sogar erstaunlich einfach, weil wir uns direkt auf SAT abstützen können, von dem wir ja schon wissen, dass es NP-vollständig ist. Und es ist folgendermaßen:
Angenommen, wir haben eine Sprache in Co-NP. Dann wissen wir ja per Definition, dass ihr Komplement in NP liegt. Also wir wissen, dass L quer in NP liegt. Weil es in NP liegt, wissen wir, dass wir es in Polynomialzahlen reduzieren können auf SAT. Weil SAT ja NP vollständig ist. Also wissen wir, dass wir für alle Instanzen aus L quer eine Formel produzieren können, eine konjunktive Normalformformel Phi, die erfüllbar ist, genau dann, oder eine Formel Phi x für die Instanz x, genau dann, wenn die Instanz x in L quer liegt. Und jetzt nehmen wir diese konjunktive Normalformformel, die uns diese Satz von Kugel und Levin produziert hat, die Reduktion auf SAT, und verneinen sie, schreiben ein Nein davor. Und dann gilt, können wir uns überzeugen, erstens, wenn x, also eine Instanz aus der Sprache L ist, die in Co-NP liegt, dann ist x per Definition nicht in L quer. Weil es nicht in L quer ist, heißt es, dass Phi x, also Polynomialzeitabbildung auf eine Instanz von SAT, nicht in SAT liegt. Das heißt, sie ist eine Formel, die nicht erfüllbar ist, weil x nicht in L quer liegt, dass wir auf SAT reduzieren können. Und wenn die Formel nicht erfüllbar ist, also immer falsch ist, dann ist ihre Verneinung natürlich immer wahr. Also haben wir hier in der Form von nicht Phi x eine Reduktion auf eine Instanz von Tautologie. Und das Einzige, was ich jetzt da so ein bisschen versteckt habe da drin, ist eine gefährliche Behauptung, dass dieses nicht Phi x auch in konjunktiver Normalform sei. Dass das also eine in polynomieller Zeit konstruierbare Formel in konjunktiver Normalform ist. Und wenn Sie genau sich erinnern daran, wie diese CNF-Formeln aussehen, dann wird Ihnen vielleicht auffallen, dass wenn ich eine CNF-Formel phi x nehme und die verneine, dass sie dann in disjunktiver Normalform ist, weil aus allen uns werden Oders und aus allen Oders werden uns und aus allen Literalen werden Verneinungen der Literalen, the Morgan's Laws. Und da muss man dann ein bisschen aufpassen, weil DNF-Formeln zurück zu CNF-Formeln naiv zu transformieren, macht sie ja potenziell exponentiell länger und dann ist die Reduktion nicht mehr polynomial. Stellt sich aber raus, das geht trotzdem. Deswegen lassen wir das einfach mal beiseite. Da gibt es solche tollen Umformungen in sogenannte Equi-Satisfiable Formulas, die linear teuer sind. Also, es gibt Probleme, deren Komplemente in NP sind, die scheinen irgendwie schwerer zu sein und auch für die gibt es vollständige Probleme, Co-NP-vollständige Probleme. Genau genommen gilt das sogar allgemein, denn diesen Beweis, den ich gerade durchgeführt habe, können Sie sich vielleicht überzeugen, dass der eine Struktur hat, die man insgesamt für alle NP-vollständigen Probleme machen könnte. Also wenn wir von einem Problem wissen, dass es NP-vollständig ist, dann ist sein Komplement immer Co-NP-vollständig. Warum? Weil wenn eine Sprache NP-vollständig ist, dann liegt sie ja in NP, das heißt, ihr Komplement liegt in Co-NP, das heißt, wir wissen erstmal, dass sie drin liegt. Und außerdem haben wir ja schon die Reduktion, das heißt, wir können diese Art von Beweis, die ich gerade eben gemacht habe, mit dem Betrachten des Komplement und Instanzen aus dem Komplement von einer Sprache L, die können wir wieder reproduzieren und genauso durchführen. Das heißt, wir wissen, dass diese Struktur von Vollständigkeit sich auch auf dieses Co-NP so irgendwie abbildet. Das heißt, wir haben jetzt da so eine Menge an Sprachen gefunden, die klingen irgendwie so ein bisschen schwerer, auf die gleiche Art und Weise wie Co-Re so ein bisschen schwerer klang als Re. Re. Ja, die Komplemente von rekursiv aufzählbaren Sprachen waren irgendwie so ein bisschen komplizierter, wenn Sie sich an die Beispiele erinnern, die wir damals gemacht haben. Jetzt kann man sich also fragen, wie steht denn dieses Co-NP zu P? Und Sie erinnern sich, in der Berechenbarkeitstheorie, da hatten wir Re und Co-Re und haben gefragt, was ist denn der Schnitt zwischen, also liegen die separat voneinander, liegen die ineinander, auseinander, ist Co-Re strikt größer als Re oder ist Re und Co-Re komplett separat voneinander? Und dann haben wir gemerkt, der Schnitt zwischen Co-Re und Re, das waren genau die rekursiven Sprachen, ja, also die entscheidbar sind. Und genau diese Struktur bildet sich jetzt hier auch wieder ab. Es wird einem vielleicht klar, dass in dem Schnitt von NP und Co-NP drin, zumindest unter anderem auch, P liegen muss, die Menge aller polynomialzeitentscheidbaren Sprachen. Warum?
Naja, wenn ich eine Sprache habe, die ich in polynomialer Zeit entscheiden kann, dann kann ich für jede Eingabe W, für jedes Wort testen in polynomialer Zeit, ob es in der Sprache liegt oder ob es draußen liegt. Und wenn es draußen liegt, liegt es ja im Komplement. Das heißt, ich kann in polynomialer Zeit entscheiden, ob ich in der Sprache bin, und ich kann auch in polynomialer Zeit entscheiden, ob ich in ihrem Komplement bin. Also muss der Schnitt von NP und CoNP P enthalten. Das ist der Beweis, der da oben steht. Und tatsächlich kann man sich auch überzeugen, wenn NP gleich P wäre, von dem wir ja nicht wissen, ob es stimmt, dann wäre auch NP gleich CoNP, dann würden die zusammenfallen. Warum? Naja, wenn P gleich NP ist, dann wäre ja ganz NP in P, und wir wissen, dass P auch in CoNP liegt. Also könnten wir für alle Probleme in NP für ihr Komplement entscheiden, ob sie drin liegen oder nicht in polynomialer Zeit. Und dann wäre dieser Kreis gleich diesem Kreis und deswegen notwendigerweise der Kreis gleich identisch zu dem. Weil er ja weder nach innen rein als auch nach außen rein, wenn Sie so wollen, ne, aus P rausstehen kann. Reicht das so als geometrisches Argument? Das heißt, diese Art von Konstruktionen kann uns dabei helfen, eine Intuition dafür zu kriegen, inwiefern ja, vielleicht jenseits von NP noch was übrig ist, was Probleme irgendwie schwerer macht, ohne dass sie notwendigerweise direkt größer sind als die exponentiell schwierigen Probleme. Ja, dazu habe ich nachher noch einen Satz. Und jetzt kommt immer der Punkt in der Vorlesung, habe ich vor 2 Jahren schon mal gehabt, wo ich mich dann frage, ob wir darüber hinaus noch weiter diskutieren sollten oder ob ich Sie schon so langweile mit dieser Struktur, dass Sie sich denken, jetzt hätte ich gerne mal wieder ein Beispiel für irgendwas. Denn es stellt sich nämlich raus, dass man tatsächlich auf Basis dieser Konstruktion noch viel komplexere Strukturen von Polynomialzeitkomplexität erzeugen kann, indem man diese Struktur mit Existenzquantoren und Allquantoren verallgemeinert und Kombinationen macht. Und die führen zu so einem zu einem esoterischen Konstrukt, das heißt Polynomialzeithierarchie. Und ich habe 3 Slides dazu, und die könnte ich jetzt machen oder ich könnte es auch lassen. Und vielleicht nehme ich mir jetzt einfach mal die 10 Minuten, um Ihnen zu sagen, entspannen Sie sich, wenn Sie Sorgen machen, dass das zu kompliziert ist. Es ist so komplex, dass man keine sinnvollen Fragen darüber stellen kann. Aber ich erzähle es Ihnen trotzdem. Und dann haben Sie ein Gefühl dafür, dass es unter Umständen Feinstruktur gibt zwischen NP und EXP. Und das nehmen Sie dann einfach mit. Und wenn Sie irgendwann wieder dran denken wollen, dann wissen Sie, da gibt es irgendwie sowas Absurdes. Und zwar nur 10 Minuten meines Lebens, und danach konnte ich was anderes machen. Ja? Okay, also, wir haben im Prinzip hier festgestellt, gehen wir auch kurz mal zurück zu der Slide, dass wir Probleme in NP charakterisieren können dadurch, dass es ein Zertifikat gibt in polynomialer Länge. Und Probleme in CoNP charakterisieren können dadurch, dass alle Zertifikate von polynomialer Länge erfüllt sind. Das heißt, diese beiden Mengen sind halt Partner zueinander durch diesen Unterschied zwischen einem All und einem existiert ein. Und manchmal gibt es Probleme, die nochmal eins komplizierter sind, insofern als sie eine Kombination aus einem existiert und einem Allquantor besitzen. Ein Beispiel dafür ist die Menge exakt Independent Set. Sie haben Sie Independent Set gesehen in der Vorlesung am Dienstag? Ich glaube, es taucht auch auf der Liste. Nee, also in eins von diesen Problemen von Karp ist dieses, von den 21 NP-vollständigen Problemen, ist das Independent Set-Problem. Ich gebe Ihnen einen Graph, nachher habe ich noch ein paar Bilder von Graphen, und die Frage ist, hat der Graph ein unabhängiges Set? Also ein unabhängiges Set ist eine Menge an Knoten, die keine direkten Kanten miteinander haben. Von Größe größer K. Ja? Und da kann man sich vielleicht überzeugen, dass das in NP ist. Warum? Weil wenn ich Ihnen eine Menge an mehr als K oder größer gleich K vielen Knoten gebe,
dann können Sie sich die angucken, den Graph anschauen, verifizieren, dass zwischen keinem Paar von diesen Knoten, kein Paar heißt quadratisch teuer, eine Kante besteht, zertifiziert. Okay? Fein. Und es ist auch NP-vollständig, aber ist egal, das machen wir, da beschäftigen wir uns jetzt nicht groß weiter mit. Jetzt können wir uns eine Variante davon konstruieren, die heißt Exact Independent Set. Und die sagt, das größte unabhängige Set in dem Graph hat genau Größe k. Ja? Und jetzt können wir uns irgendwie ahnen, dass diese Art von Problem irgendwie schwerer zu sein scheint als Independent Set. Warum? Weil sie besteht aus einer Kombination aus einem existiert ein und ein für alle Aussage. Nämlich erstens, es existiert ein Independent Set von Größe k. Das kann ich Ihnen geben, ja, und sagen, bitte verifizieren in polynomieller Zeit. Und zweitens gilt auch, mit dem und verknüpft, für alle Mengen Knoten aus dem Graph, die größer sind als k, gilt, dass diese nicht unabhängig sind voneinander. Also verifizieren, dass ein gegebenes Set von Größe größer k nicht unabhängig ist, geht in polynomieller Zeit, klar, genauso wie die Verifikation davon, dass es unabhängig ist. Aber die Aussage ist, dass das für alle solche Sets gilt. Und von denen gibt es ja nur ein paar mehr. Und das heißt, ein Zertifikat für diese Sprache zu konstruieren, enthält genauso eine Kombination aus es existiert ein und es gilt für alle anderen das Aussage. Das heißt, es klingt, als ob diese Sprache so ein bisschen weder in NP noch in Co-NP ist, weil sie nicht durch ein reines für alle und auch nicht für ein reines existiert ein ausgedrückt werden kann, sondern aus so einer komischen Mischung aus den beiden. Und diese Mischung, für die gibt es einen Namen, der ist schon so abstrakt, dass er schon gar nicht mehr ausgesprochen wird. Es ist einfach nur Sigma 2p. Ja? Sigma 2p ist die Menge aller Sprachen, für die es eine deterministische Turing-Maschine mit polynomieller Laufzeit gibt und ein Polynom Q. Alles bis hierhin ist genauso wie bei der Definition von NP oder von Co-NP. So, das gilt, wenn x in der Sprache ist, dann gilt eine Kombination von es existiert ein und für alle. Also wir haben eine Turing-Maschine, die kriegt als Eingabe erstens eine Instanz x und zweitens ein Zertifikat u und drittens eine andere Art von Zertifikat v. Beide u und v sind von polynomieller Länge. Und unsere Aussage ist, dass wir gerne beweisen möchten, dass diese Turing-Maschine für ein bestimmtes U und alle möglichen Wahlen von V 1 ausgibt. Und das scheint irgendwie schwieriger, zumindest als NP, denn für NP haben wir gar kein V. Und es scheint auch irgendwie schwieriger fast als Co-NP, ein bisschen schwieriger, weil bei Co-NP wüssten wir nur für alle V und wir hätten kein U. Das heißt, selbst wenn wir für alle V gezeigt haben, müssen wir immer noch ein U finden. Jetzt merken wir auch sofort, dass offensichtlich NP und Co-NP Spezialfälle davon sind, wo wir nämlich halt diesen Teil trivial machen oder diesen Teil trivial machen. Und deswegen scheint es irgendwie eine Verallgemeinerung zu sein von NP und Co-NP. Und dieses Exact Independent Set, das ich gerade als Beispiel gebracht habe, das ist genau eine Instanz von so einer Art von Sprache, nämlich die Aussage, es existiert ein K-Subset von unabhängigen Knoten und es existiert kein K+1-Subset von unabhängigen Knoten oder alle K+1-Subsets sind nicht unabhängig. Und jeder von diesen Teilen hier ist polynomialzeit verifizierbar, wie man sich vielleicht relativ schnell überzeugen kann. So, und genau auf dieser Struktur kann man jetzt, also es ist ja klar irgendwie, dass man jetzt, wenn man Aussagen hat, für dieses ein existiert und für alle, also es existiert ein, so dass für alle, da kann man auch wieder ein Komplement davon bilden, kann quasi die Co-Menge von Sigma P bilden, habe ich sogar auf der Slide. Hier oben drüber steht nochmal die
Ah, nee, ist sogar noch eine verallgemeinerte Definition. Ah, ja, okay. Also wir könnten uns eine Coset von Sigma P2 bilden und dieses Coset könnte man dann, also Co-Sigma 2P nennen. In der Literatur heißt das Pi2P, das ist das gleiche wie Co-Sigma2P. Man kann dieses Spiel immer weiterspielen und dann beliebige Kombinationen von existiert ein und all machen. Und im Allgemeinen schreiben, wir nennen die Menge Sigma-I-P statt Sigma-2P, die Menge aller Sprachen, für die gilt, dass es eine Polynomialzeit Turing-Maschine M gibt und ein Polynom Q, so dass für alle Instanzen aus L gilt. Es existiert ein U1 und für alle U2 und für alle und so weiter und so weiter und so weiter, bis, also Kombination aus existiert ein und für alle von Länge, von Anzahl I solchen Kombinationen von Zertifikaten. Und diese Menge scheint irgendwie eins größer und komplizierter zu sein als Sigma I-1, wenn Sie so wollen. Ja? Und zu der gibt es immer jeweils eine Co-Menge und diese Co-Menge heißt Pi und dann kann man uns daraus eine Menge an, eine Vereinigung bauen und die heißt Polynomialzeithierarchie. Ja, das ist die Menge aller Probleme, die, für die es eine Kombination aus All- und Existiert-Quantoren gibt, sodass man eine Turing-Maschine bauen kann, die in polynomialer Zeit läuft und man eine Aussage hat darüber, dass diese Turing-Maschine für eine bestimmte Kombination von Existiert- und All-Quantoren auf diesen Art von Zertifikaten eine 1 ausgibt. Und dieses Ding heißt Polynomialzeithierarchie und man kann sich das vorstellen als einen Versuch, um diesen Raum drumherum noch was Größeres zu bauen, was irgendwie so rauswächst hier in diese Richtung. Ja, weil da drin liegt immer NP, ganz klar. Also NP ist mit Sicherheit eine Teilmenge davon. Ob es eine echte Teilmenge ist oder nicht, ist unklar. Wenn P gleich NP ist, dann, ich habe es auf der nächsten Slide, ja, also wenn P gleich NP ist, dann ist ja NP gleich Co-NP und all diese ganzen Probleme schnurren alle zusammen. Und alles bleibt komplett identisch und alles ist P. Das heißt, wenn es gelingen würde, zu zeigen, dass P gleich NP ist, dann wüssten wir, dass alle diese Räume, diese ganze Polynomialzeithierarchie, alle identisch sind zueinander. Und umgekehrt, wenn wir zeigen könnten, dass zwei von denen nicht identisch sind, dann hätten wir auch gezeigt, dass P ungleich NP ist. Verrückterweise kann man aber auch zeigen, und übrigens, wenn das passiert, dann nennt man das die Polynomialzeithierarchie kollabiert. Klingt so ein bisschen apokalyptisch. Ja? Die Hierarchie über uns kollabiert zusammen und alles ist identisch. Und ob das der Fall ist, wissen wir eben nicht. Ja? Das heißt, eine andere Art, P gleich NP auszusprechen, wäre zu sagen, ist die Frage, ob die Polynomialzeithierarchie kollabiert. Okay? Und interessanterweise kann man aber zeigen, dass diese Polynomialzeithierarchie eine Teilmenge oder identisch zu X ist. Das heißt, was man damit konstruiert, weil, Sie können sich vielleicht vorstellen, warum, ganz vage Intuition, eine Möglichkeit, diese super komplizierte Kombination von All- und Existenzquantoren aufzulösen, ist natürlich immer die totale Enumeration aller Instanzen. Also wenn ich alle möglichen Berechnungspfade der nicht-deterministischen Turing-Maschine, die darunter liegt, ablaufe und sie alle einzeln abzähle und immer gucke, ob die Kombination aus All- und Existenzquantor jeweils erfüllt ist, noch möglich ist, dann kann ich damit beweisen, immer beweisen, dass eine Instanz eine Instanz von so einer Sprache, die so definiert ist, erfüllt. Ja, also, sorry, vielleicht wo ist die beste Slide dafür, so drauf zu zeigen. Also, wenn ich diese Art von Aussage verifizieren möchte und all diese Objekte, all diese U's hier, alle von polynomieller Länge sind, dann kann ich mir daraus hier einen exponentiell großen Raum von möglichen Werten hier aufbauen, der Reihe nach ablaufen und checken, dass da immer eine 1 rauskommt und dann bin ich am Ende fertig. Das heißt, in exponentieller Zeit kann man diese Probleme trotzdem immer entscheiden. Aber halt eben nicht notwendigerweise im Polynomialer. Und das heißt, dass diese Art von Konstruktion versteckt da drin und so ein Gefühl dafür gibt, dass es vielleicht eine gewisse Feinstruktur geben könnte zwischen NP und EXP, nämlich diese Polynomialzeithierarchie. Wenn
die Hierarchie nicht kollabiert, dann gibt es in exp das Ding, also das, dieser Kreis soll exp sein, dann gibt es da drin so eine Schale von p und np und co-np und da außenrum Sigma 2 und immer weiter Kreise außenrum von immer komplizierteren Problemen, die man sich jetzt dann der Reihe nach angucken könnte und irgendwie dafür interessieren. Und es gibt immer jeweils vollständige Probleme in all diesen Mengen drin. Natürlich gibt es immer so Sigma irgendwas vollständige Probleme und so weiter und so weiter. Und das war das, was ich Ihnen erzählen wollte. Das heißt, im Kontext dieser Worst-Case-Komplexitätsfragen kann man sich durchaus noch wegbewegen von diesen zertifizierbaren Problemen, die in NP liegen. Also allein nach einem in Polynomialzeit verifizierbaren Zertifikat zu fragen, ist noch nicht notwendigerweise die schwierigste Klasse an Problemen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sondern man kann sich verschiedene andere Arten von Problemklassen konstruieren, die erweiterte Beschreibungen von Fragen darstellen. Und in all diesen Klassen gibt es immer jeweils wieder Beispielinstanzen, so wie zum Beispiel dieses exakt independent Set, von deren praktischer Relevanz man sich mal mehr, mal weniger überzeugen kann. Und wenn P ungleich NP ist, dann können wir davon ausgehen, oder zumindestens, ja, wenn P ungleich NP ist, dann könnten wir ahnen, dass es da mehr und mehr solche Feinstrukturen außenrum gibt, um P und NP. Vielleicht gibt es nur endlich viele davon. Das würde bedeuten, dass diese Polynomialzeithierarchie auf einer bestimmten Stufe kollabiert. Aber es scheint dann auch noch umso wahrscheinlicher, dass es eigentlich unendlich viele solche, eine ganze zählbare Hierarchie von dieser Art von immer komplizierteren Problemen, die jeweils in durch polynomielle Zertifikate beschrieben werden können, die auf denen all- oder existiert Quantoren operieren. So dass außenrum immer noch eine echte Hülle liegt, nämlich die Menge aller Probleme, die in exponentieller Zeit entschieden werden können. Und an diesem Punkt haben Sie mit Sicherheit, egal wie viel Lust Sie auf diese Vorlesung hatten am Anfang, Ihre Lust auf Komplexitätstheorie von diesem Typ vermutlich verloren, weil es jetzt unglaublich kompliziert wirkt. Und deswegen werden wir uns jetzt nach der Pause wegbewegen von dieser scheinbar strikten Beschreibung von Komplexität, die auf dieser Worst-Case-Analyse, diesem Worst-Case-Beschreibung von Komplexität beruht. Und wenn stattdessen abschließend jetzt noch einmal fragen, kann man denn nicht irgendwas anderes machen, was ein bisschen handfester, ein bisschen einfacher und vielleicht auch in Realität nutzbarer ist? Denn wenn wir schon Probleme haben, von denen wir zu wissen glauben, dass sie vermutlich nicht in polynomieller Zeit lösbar sind, dann werden wir die ja in der Praxis meistens gar nicht verwenden. Immer wenn Sie in ihrer alltäglichen Praxis als Informatikerin über Probleme stolpern, von denen Sie schon wissen, dass sie NP-vollständig sind, damit Ihre Reaktion typischerweise nicht sein, oh toll, ich arbeite an einem NP-vollständigen Problem und deswegen habe ich da jetzt was richtig Schwieriges vor mir, sondern Ihre praktische Reaktion wird natürlich immer sein, das heißt, für mein konkretes Problem, das da reinkommt, werde ich irgendwas brauchen, was halt trotzdem in P läuft. Weil ich kann ja nicht einen Algorithmus schreiben, der exponentiell lang läuft, der warte ich unter Umständen ewig. Ja? Selbst für Instanzen mit wenigen, Sie erinnern sich vielleicht an den Graphen, den ich Ihnen gezeigt habe, für Instanzen von sehr kleiner Größe muss ich da unter Umständen wahnsinnig lang warten, viel länger als jeder Supercomputer laufen kann. Was also können wir machen, um in einer gewissen Art und Weise approximative Antworten zu bekommen? Nach der Pause werden wir darüber reden und sehen, dass es verschiedene Arten von Approximation gibt, verschiedene Arten, diese Frage nach einer ungefähren Lösung zu beschreiben. Mindestens zwei verschiedene, die orthogonal zueinander sind. Die diskutieren wir dann noch mit konkreten Beispielen, konkreten Algorithmen, nicht so abstrakt wie das gerade, und dann sind wir fertig mit der Komplexitätstheorie. Also, jetzt machen wir erstmal Pause, wieder für 10 Minuten und los geht's. Jetzt kommen wir zurück
zum Inhalt der Vorlesung. Und ich denke mir im Nachhinein, wahrscheinlich hätte ich einfach von Anfang an nur das machen sollen, was wir jetzt machen. Der Alfredo Cantarella hat mir gerade gesagt, das, was wir jetzt hier machen, diese letzten 40 Minuten, das ist das, was mich richtig motiviert hat für die theoretische Informatik. Mist, hätte ich das mal vielleicht 2 Stunden darüber geredet. Naja, schauen wir mal, ob ich Sie damit motiviert kriege. Ihnen wird früher oder später, wenn Sie an hinreichend komplizierten Problemen arbeiten, wird Ihnen irgendeine Aufgabe gestellt werden in Ihrem Dasein als Mensch, der mit Computern effizient arbeiten kann, von der Sie wissen, dass Sie zu einer NP-vollständigen Problemklasse gehört. Sowas wie so ein Subset-Sum, Knappsack, diese Art von Probleme, wo Sie irgendwie Ressourcen verteilen sollen, entscheiden sollen, wer wie viele Studenten wann in welchem Hörsaal zugeteilt werden können, sodass maximal viel Platz zwischen allen Studierenden in allen Hörsälen ist, aber außerdem in jedem Hörsaal nur von einem Studiengang und so weiter. Irgend so eine Art von Zuweisungsproblem. Und dann werden Sie sagen, oh, das ist ja eine Instanz von 0,1 Integer Programming oder eine Instanz von Knapsack oder eine Instanz von Vertex Cover oder was auch immer. Da weiß ich ja schon, dass das NP-vollständig ist. Kann ich jetzt aufgeben? Nee, natürlich nicht. Ich muss ja trotzdem irgendwie eine Lösung finden. Also weiß ich nur, dass ich im allgemeinen Fall wahrscheinlich keine Lösung finden werde. Also muss ich entweder Struktur in meinem Problem finden, die das irgendwie leichter macht. Oder ich muss hoffen, dass irgendjemand schlau ist, schon was gefunden hat, was halt so halbwegs gut funktioniert. Was also keine exakte Lösung ist, aber in einer bestimmten Art und Weise eine approximative Lösung. Und es stellt sich raus, dass tatsächlich für viele Probleme in NP, sogar für viele NP-vollständige Probleme, sogar für Probleme in der Polynomialzeithierarchie, die scheinbar außerhalb von NP liegt, es Algorithmen gibt, die eine approximative Lösung liefern, in verschiedenen Art und Weisen. Der erste Typ von solchen Approximationen, die wir jetzt zuerst machen, sind die sogenannten, manchmal nennt man die K-Approximationen oder Approximationen von konstanter Fehlerrate, Approximationsgüte, die geben immer eine Antwort und diese Antwort ist höchstens um eine bestimmte Größe falsch, um einen bestimmten Verhältnis zum optimalen Antwort falsch. Wie funktioniert sowas? Nehmen wir uns mal ein konkretes Beispiel, das Sie jetzt schon gesehen haben. Ich glaube, auf dem Übungsblatt haben Sie das gesehen. Das heißt Vertex Cover. Hier ist ein Graph und die Frage ist, gibt es eine Menge an Knoten in diesem Graph, so dass diese Menge an Knoten gemeinsam alle Kanten abbildet? Und so eine Menge ist ein Vertex Cover. Also hier haben Sie diese 4 Knoten, die bilden so ein Cover. Warum? Weil hier keine schwarze Linie auf dem Bild ist, keine Kante, die nicht verbunden ist mit irgendeinem dieser 4 Knoten. Ja? Das ist so ein, wie muss sich die irgendwie Leute, die Umfragen auf der Straße machen, verteilen, sodass alle dazukommen können oder so. Oder wie muss ich Wahlbüros verteilen über das Land, sodass alle Bürgerinnen und Bürger dazu hinkommen können mit einem Abstand von höchstens so und so und so und so weiter. Ja? Diese Art von Problem. Dieses Problem steht auf der Slide mit dem Gesicht von Karp. Das ist eins von seinen 21 Problemen, ist also ein NP-vollständiges Problem. Und deswegen ne, wissen wir irgendwie schwer, wir können nicht erwarten, dass wir da einen schnellen Polynomialzahl-Algorithmus finden, der immer die so ein Cover findet. Jetzt können wir uns sogar noch eine schärfere Variante davon vorstellen, nämlich so ein Minimierungsproblem, das sagt, was ist denn das kleinste Vertex-Cover? Kurze Frage an Sie, ist dieses Vertex-Cover hier, ist das das kleinstmögliche? Was, welches ist noch besser? Man kann E weglassen. Funktioniert das? Stimmt, ja, wir könnten eh weglassen, das stimmt, ich habe sogar noch ein anderes, das hier ist auch ein kleineres Vertex-Cover, ist aber das kleinste, also anderes Äquivalent. Ja. Wenn wir alle Varianten mit 2 funktionieren nicht. Um uns zu überzeugen, dass alle Varianten mit 2 nicht funktionieren, was müssen wir da machen? Ja, wir können nicht einfach hier 1 rausnehmen, wir können nicht einfach sagen, ich habe ein Cover gefunden, wenn ich das B rausnehme, dann ist es kein Cover mehr, wenn ich D rausnehme, ist es kein Cover mehr und wenn ich C rausnehme, ist es kein Cover mehr. Es könnte ja sein,
dass es ein ganz anderes Cover gibt, das vielleicht sogar keins von diesen drei Knoten verwendet, sondern was weiß ich, A und F könnte ja eins sein. Das muss ich extra nochmal separat testen. Das heißt, Sie merken schon, ja, dieses Problem ist irgendwie schwer und das wird man typischerweise durch volle Enumeration lösen und das ist halt dann wieder nicht mehr polynomiell teuer. Blöd. Aber, ja, also das ist übrigens so eine Instanz von so einem Sigma-2p-Problem, ja, weil das ist so eine Aussage vom Typ, es existiert ein Cover von Größe k und es für alle möglichen Auswahl von Subsets von Größe kleiner k sind diese Subsets keine Covers. Ja, also diese Menge von Größe 3 ist ein Cover, alle Teilmengen von Größe 2 sind keine Cover. Deswegen Sigma-2p. Okay, jetzt stellt sich aber raus, es gibt einen Algorithmus, der läuft in P und der findet immer ein Vertex-Cover, das höchstens doppelt so groß ist wie das kleinstmögliche Cover. Und dieser Algorithmus ist sogar vergleichsweise einfach. Das ist der sogenannte Greedy-Algorithmus. Oft sind solche Approximationen der sogenannte Greedy-Algorithmus. Greedy heißt gierig. Ja? Ein gieriger Algorithmus, kennen Sie wahrscheinlich aus der Algorithmen-Vorlesung, diejenigen von Ihnen, die Algorithmen gehört haben, sind iterativ wachsende Lösungen. Wir fangen einfach irgendwo an mit einem ersten Guess, halten den fest, verändern ihn nie und fügen immer nur Sachen hinzu. In diesem Fall funktioniert es folgendermaßen. Wir fangen an, hier unten steht der Algorithmus, da oben ist ein Bild dazu. Wir fangen an mit einer beliebigen Kante auf dem Graphen, in diesem Fall ist es die da oben. Und schauen wir, also okay, wir fangen erstmal an mit dem leeren Graphen und dann finden wir immer wieder eine Kante, die keinen Knoten berührt, der schon durch eine andere vorher ausgewählte Kante berührt wird. Also sprich, wir gehen durch die Liste aller Kanten durch und finden eine Kante, die noch keinen anderen berührt. So würde es zum Beispiel weitergehen. Ja? Also als nächster Schritt würde ich hier oben gucken. Diese Kante, die berührt diese und diese, aber die sind beide noch nicht markiert. Super. Was wäre mit der Kante? Die geht nicht, weil die berührt diese. Diese geht nicht, weil die berührt diese. Diese geht nicht, weil die berührt diese. Diese geht nicht und so weiter. Ja? Und das machen wir so lange, bis wir keine Kanten mehr finden können. Also die geht jetzt nicht mehr, die geht nicht mehr, die geht nicht mehr, die geht nicht mehr und die geht auch nicht, weil die hier berührt. Und dann nehmen wir die Knoten, die von diesen Kanten berührt werden, zack, und sagen, das ist unser Vertex-Cover. Ja? Dann können wir uns zunächst mal überzeugen, dass das ein Algorithmus ist, der in P läuft. Das zeige ich gleich noch auf den Beweis, aber wir können da, bevor ich Ihnen den Beweis zeige, sonst gebe ich nämlich alles daher, können wir es erstmal selber überzeugen, ohne jetzt, dass ich schon hinschreibe, indem wir diese zwei Schritte angucken und überlegen, dass das natürlich in P ist. Denn warum? Naja, in jedem dieser While-Schleifen steht ein Schritt, der besteht aus betrachte höchstens alle Kanten einmal. Ja? Von diesen Kanten gibt es als Funktion der Zahl der Knoten des Graphen höchstens quadratisch viele. Ja, weil also eine Kante ist eine Verbindung zwischen zwei Knoten. Deswegen gibt es höchstens so viele Kanten, wie es Paare von Knoten gibt und es gibt quadratisch viele Knoten. Quadratisch viele Kanten in der Zahl der Knoten. So. Also machen wir, wir testen durch die Anzahl der Kanten durch und überprüfen bei jeder Kandidatskante einmal höchstens alle anderen Kanten. Das sind alles immer polynomielle große Größen. Und deswegen ist jeder Lauf dieser While-Schleife polynomiell groß. Und die While-Schleife läuft wie lang? Sie läuft höchstens so lang, bis wir alle Kanten markiert haben. Und von denen gibt es auch nur polynomiell viele. Also kann man nur polynomiell viele Schritte von polynomieller Länge, also fein, ist ein Algorithmus in P. Super. Und er produziert auch offensichtlich, jetzt zeige ich Ihnen halt doch den Beweis, der produziert nämlich tatsächlich ein Cover. Wobei, vielleicht sagen wir das noch kurz. Ja? Also warum ist klar, dass dieser Prozess ein Cover produziert? Naja, er läuft ja genau so lang, bis ich keine Kante mehr finde, die nicht schon einen Knoten berührt, den ich schon markiert habe. Das heißt, es gibt danach keine Kante mehr, die durch keinen Knoten aus dem Cover berührt wird. Das heißt, das Ding ist per Definition ein Cover. Okay, also, wir haben einen Algorithmus gefunden, der ein Cover produziert und der in P liegt.
Aber wir wissen natürlich nicht, ob er das Beste findet. Und typischerweise wird er nicht das Beste finden. Hier haben wir ja schon ein Beispiel. Ne? Selbst dieser Graph ist ein Beweis dafür, dass dieser Algorithmus nicht optimal ist. Er findet ein Cover von Größe 4, gibt aber eins von Größe 3. Wir können aber zeigen, und das ist der Beweis, der jetzt folgt, dass, hier steht der Satz, hier ist nochmal der Algorithmus reinkopiert, damit wir ihn anschauen können, der ist exakt gleich von vorher oben, von der letzten Slide. Dieser Algorithmus ist in P, er produziert ein Vertex-Cover und er nimmt nicht mehr als zweimal so viele Knoten wie das kleinste Vertex-Cover. Dass er in P ist, dass er ein Vertex-Cover ist, haben wir gerade schon gesehen. Und jetzt überzeugen wir uns, dass der tatsächlich ein Cover produziert, das höchstens doppelt so groß ist wie das Optimale. Wie funktioniert das? Also, hier ist der Beweis. Der erste Satz, den haben wir gerade eben schon gemeinsam gemacht. Und jetzt sagen wir, sei x die Menge der Knoten, die dieser Algorithmus ausgibt, und h die Menge der Kanten, die er markiert. Und y ist das kleinste Vertex-Cover, von dem wir wissen, dass es minimal ist. Dann können wir uns von folgenden Sachen überzeugen. Erstens, wir wissen, dass die Menge der Knoten, die der Algorithmus ausgibt, höchstens zweimal die Größe der Kanten ist, die Zahl der Kanten ist, die er auswählt. Das wäre der extremste Fall, wo jede Kante links und rechts jeweils einen neuen Knoten hat, der durch keine andere Kante berührt wird. Ja, für alle anderen Fälle, wo eine von unseren ausgewählten Kanten, zwei von unseren ausgewählten Kanten zumindest an einem Ende den gleichen Knoten haben, dann wird die Zahl kleiner, aber niemals größer als 2h. Ja, jede Kante in H endet auf zwei Knoten, deswegen ist die Zahl der Knoten, die ausgewählt werden, genau gleich 2h. Ach so, sorry, sie ist sogar genau gleich 2h, nicht kleiner gleich, weil wir die Kanten so wählen in unserem Algorithmus, greedily, dass nur eine Kante hinzugefügt wird, wenn sie zwei neue Knoten mit abdeckt. Denn sonst würde sie ja einen Knoten nehmen, der schon eine Kante hat, die wir markiert haben, und dann würde sie nicht ausgewählt werden. Also ist genau gleich 2h. So, und jetzt schauen wir uns das optimale Vertex-Cover an, y. Weil es ein Cover ist, berührt jeder Knoten in y eine Kante aus dem Graphen. Er berührt. Für jede Kante im Graphen gilt, dass sie von einem Element aus y berührt wird. So, weil es ein Cover ist. Aber kein Knoten in Y berührt zwei Kanten in H, weil ja Kanten in H sich nicht gegenseitig berühren. Also es kann keinen Knoten geben in Y, der links und rechts eine Kante hat, die aus unserem Algorithmus ausgewählt wurde, weil unser Algorithmus solche Kanten nicht gemeinsam auswählt. Das heißt, die Größe von Y ist größer als die Menge der Kanten in unserem, wie soll man das nennen, unser Prä-Cover, also die Kanten, die unser Cover definieren. Und das setzt man dann hier ein oben in die Gleichung. Wir wissen, dass x gleich 2h ist und h kleiner, also die Größe von x gleich 2 zweimal der Größe von h ist und die Größe von y größer als die Größe von h ist, also ist die Größe unseres Vertex-Covers kleiner gleich zweimal der Größe des optimalen Vertex-Covers. So, und jetzt denken Sie, 2 ist natürlich so ein bisschen, ist das so cool oder nicht? Naja, aber immerhin, stellen Sie sich vor, Sie haben einen super komplizierten Graphen, der, und oft bei so Vertex-Covern sucht man ja oft nach so quasi kritischen Knoten in einem Graphen, ja? Die besonders gut verknüpft sind. In einem sozialen Netzwerk suchen Sie da nach so den Influencern, ja, die Personen, die mit besonders viel anderen verknüpft sind. Wenn ich Ihnen, also es ist oft eine sehr kleine Teilmenge des ganzen Graphen. Wenn ich Ihnen sage, ich habe einen Algorithmus, der findet Ihnen eine Teilmenge, die zwar höchstens doppelt so groß ist wie die optimale Teilmenge, aber die optimale Teilmenge ist sehr klein im Vergleich zu der ganzen Knotenmenge, dann ist das immer noch gut. Ja, dann haben wir was gefunden, was trotzdem immer noch eine kleine Teilmenge auswählt. Und der Algorithmus ist in P. Er läuft einfach. Der ist sogar recht effizient. Man könnte sich überlegen, dass man den einigermaßen gut implementieren kann. Das war ein Beispiel für so eine, man nennt diese Approximation dann eine Zwei-Approximation, weil sie doppelt so groß ist oder beschränkt ist in ihrem Residuum zum Optimum durch einen Faktor 2. Und im Allgemeinen, wenn man solche Approximationen baut, nennt man sie K-Approximation, weil man K mal schlechter höchstens ist.
Hier ist noch ein Beispiel. Max Katt. So, Max Katt haben Sie auch gesehen auf der Slide von, mit dem Gesicht von Herrn Karp. Da steht in der Liste der 21 Probleme von Karp, steht auch ein Problem, das Max Katt heißt. Das ist allerdings eine leichte Variation von dem, was ich gerade jetzt beschreiben möchte. Also ein Katt, darüber haben Sie gesprochen, glaube ich, Min Katt und Max Katt. Ne? Okay, also ein Katt durch einen Graphen ist eine Aufteilung der Knoten des Graphen in zwei Teilmengen, die disjunkt sind voneinander. Also in diesem Fall eine senffarbene und eine rote Teilmenge der Knoten. Also jeder Knoten liegt in einer der beiden Teilmengen, aber er liegt nicht in zwei Teilmengen gleichzeitig. Die Größe des Cuts ist die Zahl der Kanten, die zwischen den beiden Teilmengen liegen. Also in dem Fall sind es diese dick markierten hier. Ja? Die rote Teilmenge hat 5 Verbindungen zu der senffarbenen Teilmenge und umgekehrt. Und jetzt ist das Problem Max-Cut, ist die Frage nach dem größten Cut von G. Also wie kann ich die Zahl der Knoten aufteilen, wie kann ich diese Gesellschaft an Individuen in dem Graphen in zwei Gruppen aufteilen, sodass sie maximal miteinander verbunden sind, dass sie möglichst viele Kanten miteinander haben. Und dazu gibt es das Problem bei Karp, ist die Frage, existiert ein Cut von Größe K? Das ist ein Entscheidungsproblem. Das hier ist ein Maximierungsproblem, ja, das ist der größte Cut. Das ist also auch wieder so eine Instanz aus diesem so Typ von Sigma 2p. Ja? Also es existiert ein Cut von Größe k und dass ein Cut von Größe k ist, kann man offensichtlich in polynomieller Zeit verifizieren. Ich gebe Ihnen den Cut, dann schauen Sie nach in der Kantenmenge des Graphen, wie viele Kanten da drin liegen. Und dann, also das ist, wenn Sie sich die Matrix vorstellen, dann ist das eine Partition der Kantenmatrix des Graphen in so Blöcke. Ne, da gibt's kann man die Zeilen und Spalten dieser Matrix neu ordnen, sodass man zwei Blöcke kriegt. Und dann ist die Größe des Cuts bei einer Binärmatrix ist die Zahl der Einsen auf der Off-Diagonalen, auf dem Block Off-Diagonal von der Blockmatrix. Ja, das ist also offensichtlich in polynomieller Zeit verifizierbar, denn die Indexmenge von einer Matrix permutieren ist O von 1 und dann die Zahl der Einser in so einer Matrix zählen ist O von Größe der Zahl der Knoten Quadrat. Ja? O von Größe von V Quadrat. Das Optimierungsproblem ist aber, der größte Cut ist von Größe K. Das heißt, es gibt einen Cut von Größe K und alle Partitionen, alle anderen möglichen Partitionen des Graphen produzieren Cuts, die kleiner sind als K. Das scheint irgendwie ein schweres Problem zu sein. Aber auch hier gibt es wieder einen greedy Algorithmus. Nämlich einer, der anfängt mit einer irgendwie gewählten Aufteilung. Die typische ist, dass man anfängt mit einer leeren Menge S und dem kompletten, allen anderen Knoten in der anderen Menge T. Und dann zufällig durchgeht, in einer beliebigen Reihenfolge durch diese Menge der Knoten durchgeht. Und immer lokal prüft, ob es sich lohnen würde, einen Knoten rüberzuschieben in die andere Menge. Also, wenn die Verschiebung von S nach T oder umgekehrt die Größe des Cuts vergrößert, dann macht es. Also das ist, und ja, dann macht es. Und falls du keinen Knoten mehr findest, sodass dessen Verschiebung den Cut größer machen würde, dann hör auf. So. Jetzt stellen wir erstmal fest, dass dieser Algorithmus in P läuft. Warum? Weil in jedem Schritt dieses While Loops gehen wir durch die Menge der Knoten durch. Ja? Und das heißt, es gibt höchstens linear viele Tests innerhalb der Schleife. Ja, ich kann wenn ich in einem der Schritte des Loops bin, kann ich mir nur höchstens Zahl der Knoten angucken. Und jetzt müssen wir uns noch überzeugen, okay, dann können wir also für jeden der Knoten können wir einmal testen, was die Größe des Cuts wäre, wenn man ihn verschiebt. Das ist offensichtlich wieder in P, weil ich gerade, wie gesagt, gezeigt habe, ne, wenn ich ihn rüberschiebe, dann kann ich gucken, wie sieht die zugehörige Block-Off-Diagonal-Matrix aus, wie viele Einser stehen da drin, stehen da mehr drin als vorher, das ist polynomiell teuer.
Und jetzt müssen wir uns noch überzeugen, dass diese While Loop, dass der höchstens polynomiell lang läuft, dass der nicht einfach irgendwann aufhört, dass der nicht ewig weiterläuft oder dass er in irgendwelche komischen, man könnte sich ja vorstellen, dass es da irgendwie so Oszillationen geben könnte, ne, wo man einen rüberschiebt und dann danach wieder zurückschiebt nach einer Weile oder so. Warum ist es so? Ja, das steht auf der nächsten Slide, ehrlich gesagt. Vielleicht sage ich es Ihnen einfach. Also, hier ist wieder der Algorithmus wie vorher. Hier ist der Satz, den wir gerne zeigen möchten. Dieser Algorithmus ist in P und er liefert auch eine 2-Approximation an Max-Cut. Also er liefert einen Cut von Größe mindestens halb so groß wie der größte Cut. Hier ist es natürlich jetzt die 2 jetzt im Nenner, weil wir wollen ja was maximieren statt minimieren. Und hier ist das Argument dafür, warum diese Schleife nur polynomiell oft läuft. In jeder Iteration der Schleife wird der Cut ja vergrößert. Denn wenn das nicht mehr der Fall ist, dann terminiert der Algorithmus. Es gibt ja aber nur eine maximale Größe des Cuts, nämlich das Schlimmste, das Beste, was ich finden kann, der großartigste Cut wäre der, der alle Kanten schneidet. Das heißt, wenn sich herausstellt, der Graph lässt sich in einen Bipartitengraph ordnen, ja, sodass es zwei Gruppen an Knoten gibt, sodass es immer nur Verbindungen zwischen den beiden Gruppen gibt, aber nie innerhalb der Gruppen. Und dann wäre die Zahl der Verbindungen, die man da schneiden kann, ja gebounded durch die überhaupt maximale Zahl an Kanten in dem Graph. Und das ist ja die Zahl der Knoten im Quadrat. Denn das wäre der vollständig verknüpfte Graph. Das heißt, die maximale Größe des Cuts ist eine Größe, die polynomiell ist in der Zahl der Knoten des Graphen. Und in jedem Schritt der Schleife wird der Cut größer, sonst terminiert der Algorithmus. Und er wird immer um mindestens 1 größer, weil es ist eine diskrete Zahl, ja, die Cuts, wird nicht irgendwie kontinuierlich größer. Also kann die Schleife höchstens v Quadrat mal laufen. Also polynomiell teuer. So, und jetzt können wir uns überzeugen, dass wenn dieser Algorithmus terminiert hat, dass er einen Cut gefunden hat, der höchstens halb so, also mindestens halb so groß ist, wie der optimale, der größte mögliche Cut. Warum? Also, an jedem Knoten von dem Graph ist die Zahl der geschnittenen Kanten mindestens so groß wie die Zahl der ungeschnittenen. Warum? Weil, wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte mein Algorithmus irgendwann diesen Knoten angeguckt und hätte gesagt, wenn ich den rüberschiebe in die andere Menge, dann werden all die Kanten, die vorher ungeschnitten waren, werden geschnitten und alle, die vorher geschnitten waren, werden ungeschnitten und das wäre dann besser. Also würde ich es machen. Und da er es nicht gemacht hat bis zur Terminierung, wissen wir, dass lokal an jedem Knoten die Zahl der geschnittenen Kanten mindestens so groß ist wie die Zahl der ungeschnittenen. So, und jetzt zählen wir die einmal auf. Wenn wir die alle addieren, dann ergibt es, wenn ich das, und das ist ein bisschen schwierig, dich zu überzeugen, ja, wenn man jetzt an allen Knoten lokal zählt, wie viele Kanten an ihnen enden, die geschnitten werden, dann kriegt man genau 2-mal die Zahl der geschnittenen Kanten. Weil jede Kante 2 Enden hat und ich an jedem Ende einmal zähle. Also kriege ich die doppelte Zahl der geschnittenen Kanten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die ungeschnittenen Kanten. So, und das heißt, der von meinem Algorithmus produzierte Cut produziert mindestens die Hälfte der Kanten im Graphen selber. Denn, naja, weil an jedem Knoten mindestens die Hälfte der ankommenden Kanten geschnitten ist. Nee, sorry, weil an jedem Knoten, die letztes Mal, als ich das gemacht habe, habe ich irgendwie eine Formel hingeschrieben, die hätte ich auf die Slides machen sollen, weil an jedem Knoten die Zahl der ungeschnittenen Kanten kleiner ist als die Zahl der geschnittenen Kanten. Und die Summe der geschnittenen Kanten
wenn ich über alle Knoten lokal zähle, zweimal, kriegst du das auf eine Formel geschrieben? Fällt jemand auf, wie diese Formel aussehen würde? Wahrscheinlich, wenn ich das versuche auf der Tafel, dann bleibe ich stecken. Also, wir haben an jedem Knoten eine Menge an Kanten, die geschnitten ist, und eine Menge, die ungeschnitten ist. Und an jedem Knoten ist diese Zahl der geschnittenen Kanten größer als die Zahl der ungeschnittenen Kanten. Die summieren wir jetzt auf und dann kriegen wir jeweils zwei Zahlen, also durch zwei Summen, und wir wissen, dass die eine Summe doppelt so groß ist wie die Gesamtzahl der geschnittenen Kanten, und die andere Summe doppelt so groß ist wie die Gesamtzahl der ungeschnittenen Kanten, und die eine größer ist als die andere. Und zusammen müssen sie sich addieren zu zweimal die Zahl der Kanten. So, genau, weil jede Kante entweder geschnitten oder ungeschnitten ist. Das ist der Trick. Und das heißt, dass die Zahl der geschnittenen Kanten größer sein muss als, also zweimal die Zahl der geschnittenen Kanten muss größer sein als die Gesamtzahl der Kanten. Deswegen ist die Zahl der geschnittenen Kanten größer als 1/2 mal die Gesamtzahl der Kanten. Und natürlich ist der maximale Cut ja höchstens alle Kanten, also ist die Hälfte aller Kanten natürlich mindestens die Hälfte der Größe des Cuts. So. Bisschen gestrauchelt. Ich hoffe, Sie haben trotzdem folgen können. Also, das ist ein Beispiel, jetzt weiß ich auch, warum ich das da reingemacht habe, für so eine Art von Beweis, die vielleicht zeigt, dass der vorherige Beispiel war ein Beispiel für eine Approximation, von der man sich überzeugen kann, dass Faktor 2 vielleicht gar nicht so schlecht ist. Denn wenn ich nach was suche, was eigentlich eine kleine Menge ist, und dann finde ich eine andere Menge, die höchstens doppelt so groß ist und die gleiche Eigenschaft hat, dann habe ich immer noch vielleicht eine kleine Größe. Dieser Beweis hier zeigt eher, dass ich für eine Aufgabe, bei der ich typischerweise große Mengen finde, eine Approximation finden kann, die nicht so wahnsinnig überzeugend ist. Ja, die zwar die Aufgabe erfüllt, aber da ist ein Faktor auf 1/2 vielleicht gar nicht so überzeugend, ja, gar nicht so großartig. Je nachdem, was genau die Anwendung ist und was für ein Typ von Graphen ich mir da erwarte zu sehen. Wenn ich glaube, dass es eine kleine Zahl an Kandidaten in der einen Gruppe gibt, die einen großen Cut erzeugt, dann ist das vielleicht wieder ganz gut. Oder anders gesagt, wenn Sie sich den Beweis anschauen, dann können Sie sich vielleicht überzeugen, dass diese Art von Algorithmus genau dann gut funktioniert, wenn der optimale Cut in der Nähe von E-halbe ist. Ja? Also wenn der in etwa da so in diesem Bereich liegt, wenn er recht nah da dran ist. Wenn ich also glaube, dass der Graph so verknüpft ist, dass ich eh kaum mehr als die Hälfte aller Kanten schneiden kann. Okay, die Klasse dieser Algorithmen, die Klasse der Probleme, für die es solche Algorithmen gibt, die nennt man APX, Approximable, also näherbare Probleme. Und dass das so ist, ist eigentlich auch schon, das war es auch schon. Ja? Also, das brauchen wir nicht groß weiter diskutieren, einfach nur, es gibt einen Namen für diese Dinger. Die heißt die Teilmenge der Optimierungsprobleme in NP, für die es eine K-Approximation gibt, also eine Approximation, die höchstens K mal größer als die Lösung von Minimierungsproblemen oder mindestens 1 durch K mal so groß wie die Lösung von Maximierungsproblemen ist. Okay. Und es gibt jetzt vielleicht kurz so vager Hinweis, es stellt sich raus, dass es für viele Probleme, die NP vollständig sind, solche Approximationen gibt, aber nicht für alle. Und es gibt NP-vollständige Probleme, die besonders schwer approximierbar sind. Die also insbesondere keine solche K-Approximationen haben oder zumindest keine für entsprechend gewählte große oder kleine K. Und das ist auch wieder sogar dann, ne, ein Aspekt, für den man sich vielleicht sogar interessieren kann, inwiefern bestimmte Probleme eigentlich besonders schwer approximierbar sind und was das heißt für deren Rolle in NP-vollständig. Wenn Sie mehrere verschiedene NP-vollständige Probleme haben und das eine ist schwer approximierbar und das andere nicht, sagt Ihnen irgendwas darüber aus, was bei der Polynomialzeitreduktion da verloren geht oder nicht? Also da kann man lange Geschichten drumherum spinnen.
werden wir aber nicht machen. Wichtig ist eher das praktische Wissen, dass wenn Sie in einer konkreten Instanz irgendwo später mal in der Anwendung über ein NP-vollständiges Problem stolpern, dann lohnt es sich nachzugucken, ob es für Ihr Problem eine K-Approximation gibt. Typischerweise ist es dann so ein greedy Algorithmus, der also irgendwie anfängt mit einem ersten Guess und den dann lokal verbessert, größer oder kleiner macht, je nachdem, ob es ein Minimierungs- oder Maximierungsproblem ist. Und diese Art von Problemen tauchen tatsächlich ganz, ganz viel auf. Die gibt es immer wieder bei so Ressourcenverteilungen, Experimentdesigns und so weiter und so weiter. Wenn Sie irgendwelche Räume gut abdecken möchten mit Experimenten, mit Sensoren, mit Messungen, wenn Sie Ressourcen gleichmäßig fair verteilen wollen, da tauchen immer solche greedy Approximationen auf. Und dann gibt es noch eine andere Klasse von Problemen. Also Approximationsalgorithmen sind Algorithmen, die immer in polynomialer Zeit eine Antwort finden. Aber diese Antwort ist oft falsch. Aber wir können eben zeigen, dass sie nicht beliebig falsch ist, sondern dass sie nur um einen bestimmten Faktor falsch ist. Es gibt aber noch eine andere Klasse von approximativen Algorithmen, die gewissermaßen mit Zufall arbeiten, wobei das Wort Zufall ein bisschen gefährlich ist philosophisch, darüber redet man vielleicht noch nächsten Dienstag, aber die Versuche starten und dann eine Antwort liefern, die meistens richtig ist. Also nicht immer eine Antwort finden, die fast richtig ist, sondern fast immer die richtige Antwort finden. Hoffentlich überzeugt Sie, dass das nicht genau das Gleiche ist. Und diese Art von Algorithmen nennt man probabilistische Algorithmen, manchmal auch Zufallsalgorithmen. Und die basieren auf, wie machen wir da jetzt am besten die Einführung? Zeige ich Ihnen erst die Slide für die Definition von dieser Maschine oder reden wir da erstmal? Okay, erstmal eine Intuition. Wie kommt man auf diese Art von Algorithmen? Wenn Sie über NP nachdenken, dann war unser mentales Bild für Probleme in NP war immer diese nicht-deterministische Turing-Maschine, die so einen Berechnungsbaum aufmacht mit diesen ganz, ganz vielen Möglichkeiten, was da passieren könnte. Dieser Baum wird exponentiell groß in seiner Tiefe. Und wenn wir ein Zertifikat finden, dann heißt das, unsere nicht-deterministische Turing-Maschine, die probiert gleichzeitig alle diese Rechenpfade durch. Das dauert polynomiell lang für die nicht-deterministische Turing-Maschine, würde aber für eine deterministische exponentiell lang dauern, weil sie den Baum durchnummerieren müsste. Und dann gibt es hier uns ein Zertifikat zurück und das Zertifikat können wir dann in polynomieller Zeit verifizieren. Leider können wir nicht-deterministische Turing-Maschinen in der Realität ja nicht bauen. Die existieren ja nicht. Aber was wir bauen können, ist ein stochastischer Algorithmus, also ein Zufallsalgorithmus, der Pfade durch diesen Baum probiert. Ja? Wir können anfangen in der Startzustand der nicht-deterministischen Turing-Maschine und in jedem Schritt der Maschine quasi eine Münze werfen oder würfeln, entlang welchem Branch in dem Berechnungsbaum wir weiterlaufen wollen. Und wenn wir das machen, kriegen wir eine Maschine, die einen Zufallspfad durch den Berechnungsbaum der nicht-deterministischen Turing-Maschine wählt. Den können wir einmal laufen lassen, da kommt irgendwas raus. Und dann können wir gucken, ob das ein Zertifikat ist oder nicht. Das geht in polynomialer Zeit. Ja? Und dann können wir das nochmal machen, dann machen wir wieder einen neuen Zufallspfad, können wieder gucken, ob das ein Zertifikat ist. Dauert wieder polynomiale Zeit. Das kann man ein paar Mal machen. Und wenn wir da irgendwo mal ein Zertifikat finden, das funktioniert, das verifiziert wird, dann sind wir fertig. Dann haben wir gewonnen. Das heißt, ob diese Strategie funktioniert oder nicht, sollte was damit zu tun haben, wie dicht die guten Zertifikate, also die tatsächlich wahren Zertifikate, in diesem Berechnungsbaum liegen. Wenn Sie sich ein Problem vorstellen, wo es ganz viele solche Zertifikate gibt, sagen wir mal 90% aller Pfade durch den Berechnungsbaum sind korrekte Pfade und nur 10% funktionieren nicht, dann ist das bestimmt eine gute Strategie. Ja, dann werden wir meistens was finden, in 9 von 10 Fällen. Und das sind genau die Sorte von Problemen, für die diese probabilistischen Algorithmen gut funktionieren. Jetzt ist nur noch die Frage, was sind denn solche Probleme? Ja, schauen wir uns gleich mal an. Also machen wir erstmal eine Definition, damit ich Ihnen mal kurz sage, was ich damit meine. Probabilistische Turing-Maschinen sind Turing-Maschinen, die genau das machen, was ich gerade beschrieben habe. Das war die Idee. Hier steht nochmal eine saubere Definition. Also, betrachten Sie eine nicht-deterministische Turing-Maschine, sie heißt M, mein Zeiger geht wieder nicht mehr,
deren Berechnungsbaum binär ist. Sie wissen, das können wir immer so machen. Wir können immer die, die Knoten in dem Baum so umbenennen, umstrukturieren, dass wir sie binär adressieren können. Und dann bauen wir eine sogenannte PTM, eine probabilistische Turing-Maschine. Das ist eine Variante von dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine, die in jedem Berechnungsschritt mit Wahrscheinlichkeit 1/2, also gleich verteilt über den Baum, genau einem der beiden möglichen Optionen durch den Baum folgt. So, dann, okay, erstmal das ist das, was sie macht. Und vielleicht ist Ihnen klar, dass man solche Maschinen tatsächlich bauen kann. Die sind kein theoretisches Konstrukt. Die kann man sogar, Sie können sich sogar überlegen, wie die Hardware dafür aussehen würde. Vielleicht geht das sogar nicht mit Software, sondern als Hardware-Struktur. Jetzt kann man sich überzeugen, dass ein Pfad, also ein komplettes Durchlaufen durch den Baum bis zur Tiefe K, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Baum die Tiefe K hat, wir einen bestimmten Pfad B, der heißt B für Branch auf Englisch, nennen, ist genau 2 hoch minus K. Weil an jedem Schritt haben wir eine binäre Entscheidung, die mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gefällt wird, und dann haben wir also quasi eine Sequenz von lauter 1/2 Entscheidungen, die genau bis darunter geführt haben. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine Pfad, den wir da zufällig wählen, akzeptiert wird, der ist, jeder einzelne Pfad hat Wahrscheinlichkeit 2 hoch minus k, und die Wahrscheinlichkeit, dass er akzeptiert wird, also insgesamt ein einziger Lauf akzeptiert wird, ist die Zahl der akzeptierenden Pfade jeweils gewichtet, oder ist die Gesamtmenge aller akzeptierenden Pfade jeweils gewichtet mit ihrer Wahrscheinlichkeit, gewählt zu werden. Das heißt, wenn der Baum variable Tiefe hat, dann steht hier immer jeweils was Unterschiedliches drin. Ja, also Sie könnten sich vorstellen, wenn die korrekten Pfade alle sehr lang sind und die schlechten Pfade alle sehr kurz, dann wird das hier eine eher kleine Zahl sein, weil die langen Pfade schwerer zu erreichen sind. Und umgekehrt, wenn der Baum immer gleich tief ist, wenn die Maschine immer genau eine konstante Anzahl Schritte macht, dann ist es mehr oder weniger einfach das Verhältnis von wie viele Pfade akzeptierend sind zu wie viele nicht akzeptierend sind. Ja, okay. Und dann sagen wir, also wenn es ein Entscheider ist, dann gilt natürlich, die Wahrscheinlichkeit zu verwerfen ist gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit zu akzeptieren, weil dann geht ja nur die beiden Möglichkeiten, okay. Und jetzt sagen wir, diese Maschine entscheidet die Sprache L mit Fehlerwahrscheinlichkeit Epsilon, wenn gilt, dass die Wahrscheinlichkeit zu akzeptieren für einen einzigen Pfad größer gleich 1 minus Epsilon ist und alle falschen Instanzen, also alle Worte, die nicht in der Sprache sind, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Epsilon verworfen werden. Das ist also die Maschine, das Richtige macht, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Epsilon. Warum 1 minus? Na, weil wenn Epsilon 0 ist, dann ist die Maschine perfekt. Und wenn Epsilon 1 ist, dann ist sie sogar auch wieder perfekt, weil dann könnte man sie einfach umdrehen. Aber wenn Epsilon 1/2 ist, dann ist sie vollkommen nutzlos, weil sie mit Wahrscheinlichkeit 1/2 immer falsch liegt. Ja? Das ist quasi wie eine Münze werfen. Da brauche ich die Maschine gar nicht anwerfen, da kann ich auch gerade einfach raten. Zufällig. So, und jetzt kann man sich eine neue Komplexitätsklasse definieren, die heißt BPP. Und dass die so heißt und dass die gibt, ist für Sie erstmal nur ist halt ein Punkt in Ihrem Kopf, BPP. Aha. BPP ist die Menge aller Sprachen, die von so einer probabilistischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit mit einer Wahrscheinlichkeit Epsilon größer 2/3 akzeptiert werden können. Epsilon kleiner 1/3, also akzeptiert werden können. Hier steht es nochmal. BPP steht für Bounded Error Probabilistic Polynomial Time. Probabilistic Polynomial macht Sinn, ja. Also Polynomial Time heißt, die Maschine läuft in polynomialer Zeit. Probabilistic heißt, es ist eine probabilistische Turing-Maschine. Und Bounded Error heißt, dass das Epsilon so gewählt wird, dass die Wahrscheinlichkeit zu akzeptieren für korrekte Instanzen größer 2/3 ist und die Wahrscheinlichkeit zu verwerfen für falsche Instanzen auch größer 2/3 ist. Also Wahrscheinlichkeit zu akzeptieren, wenn es falsch ist, kleiner 1/3 ist.
Jetzt können Sie sich fragen, warum ein Drittel, was ist denn an einem Drittel so wichtig? Ja, warum nicht ein Viertel oder ein Fünftel oder ein Zehntel? Ich will ja irgendwie eine gute, ich will mir irgendwie sicher sein. Ja? Ahnt jemand schon, was der Trick ist? Ja? Genau. Also der Gag ist, wir brauchen nur irgendwas, was kleiner ein Halb ist. Oder größer ein Halb für die richtige Richtung. Weil dann können wir die Maschine einfach mehrfach laufen lassen. Und mit jedem Mal laufen lassen, werden wir uns immer sicherer. Hier ist ein Bild dafür. Also hier drüben ist eigentlich, der Plot da drüben reicht eigentlich weiter. Ja. Hier ist eine Maschine, die, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe eine Maschine simuliert, die mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel das Falsche macht und mit Wahrscheinlichkeit zwei Drittel das Richtige. Also eine, die genau an der Kante ist von dieser BPP-Definition. Und wenn ich diese Maschine genau einmal laufen lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Falsche passiert, ist ein Drittel, das ist hier drüben, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Richtige passiert, ist zwei Drittel. Wenn ich die Maschine fünfmal laufen lasse, dann gibt es ja nicht mehr nur den Output 0 und 1, ja, sondern es gibt jetzt, ich habe es hier fünfmal laufen lassen, das heißt, es gibt fünf verschiedene mögliche Frequenzen, an denen 0 und 1 rauskommt. Ja. Ich könnte 5 mal 0 kriegen oder 4 mal 0 und 1 mal 1 und so weiter und so weiter, bis hin zu 5 mal 1. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit für diese Events sind ist diese schwarze Kurve. Weil die Wahrscheinlichkeit für eine 1 ein Drittel ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 5 mal eine 1 kriege, ist ein Drittel hoch 5. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 0 und 4 Einser kriege, ist, naja, es ist, hier drüben steht es, so eine Binomialwahrscheinlichkeit. Ne? Also es ist die, wie viele Möglichkeiten gibt es, eine von 5 auszuwählen, mal zwei Drittel hoch 1 mal ein Drittel hoch 4. Und so weiter und so weiter. Wenn ich das Ding immer weiter laufen lasse, wenn ich es 10 mal laufen lasse, gibt es natürlich 10 verschiedene Möglichkeiten, oder eigentlich genau genommen 11. Ne? Ich könnte 10 mal eine 0 kriegen oder 10 mal eine 1 oder alles dazwischen. 9 Einser und eine 0 und so weiter. Und deren Verteilung sieht so aus. Und wenn ich sie 100 Mal laufen lasse, kriege ich diese blaue Verteilung hier. Und Sie sehen schon, die wird immer mehr konzentriert um das ein Drittel rum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich was kriege, was weit entfernt ist von einem Drittel, ist sehr klein. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diese ganzen Dinger so oft laufen lassen, diese Turing-Maschinen, und nachher quasi eine Mehrheitsabstimmung machen und sagen, wie oft hast du akzeptiert? Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich falsch liege, wenn ich die Maschine k mal habe laufen lassen, ist genau diese Summe, und das ist der Bereich hier drüben in diesem grauen Teil des Plots, und der wird immer kleiner, je öfter ich die Maschine laufen lasse. Genau genommen wird der sogar, der fällt in einer polynomiellen Rate mit der Zahl der Auswertungen. Also hier drüben ist ein Plot für eine Maschine, die mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel das Falsche macht. Wenn ich sie k mal laufen lasse, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ich die Mehrzahl, Mehrheitsvotum der Maschinen als Antwort nehme, dass ich falsch liege? Und Sie sehen in diesen roten Punkten, dass diese Kurve sehr schnell abfällt. Wie schnell? Ja, sie fällt, der Fehler ist logarithmisch geplottet als Funktion der Zahl der Schritte. Und Sie sehen, diese Funktion bewegt sich in etwa so wie diese geraden Linien hier. Und das hier ist eine Funktion, die ist polynomiell in Epsilon, aber exponentiell in k. Das heißt, wenn ich die Zahl der Läufe der Maschine erhöhe, werde ich exponentiell schnell besser in meiner Entscheidung. So, und jetzt haben wir leider keine Zeit mehr, um Ihnen ein Beispiel zu zeigen dafür, wie so eine Art von Algorithmus aussieht, den man tatsächlich auf so einer Maschine realisiert. Das mache ich dann vielleicht einfach nächsten Dienstag. Es stellt sich raus, Sie können sich ja die Slides schon anschauen, es gibt
ziemlich genau ein sehr gutes Beispiel dafür, der auch tatsächlich in der Praxis genauso realisiert wird, der von konkretem praktischen Nutzen ist, der auf solchen probabilistischen Turing-Maschinen realisiert wird, und das ist nämlich der Test, ob eine bestimmte Zahl eine Primzahl ist. Und Sie wissen schon, das hat irgendwie vielleicht was mit Kryptographie zu tun und diesen ganzen Anwendungen. Der Algorithmus, der in der Praxis verwendet wird, um zu testen, ob eine bestimmte Zahl eine Primzahl ist, ist so ein stochastischer probabilistischer Algorithmus. Das wären nochmal 3 Slides, die mache ich einfach dann am Anfang der nächsten Vorlesung und danach machen wir noch ein bisschen was zum Zufall, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Zufall. Zusammenfassung für heute, wir haben gesehen, dass es, wenn man in diesem Worst-Case-Struktur bleibt, dann kann man hoffen, dass es, oder kann man sich überzeugen, dass es eventuell noch Feinstruktur geben könnte zwischen NP und EXP. Ob das so ist oder nicht, ist aber wieder mal nicht beweisbar. Und da entspannt sich eine ganze komplizierte Struktur, die heißt Polynomialzeithierarchie. Das wird dann irgendwann so nervig, dass man es beiseite schiebt und sagt, naja, in der Praxis möchte ich doch einfach Antworten haben auf meine Probleme. Und wenn ich weiß, dass was NP vollständig ist, dann muss ich wohl akzeptieren, dass ich es approximieren muss. Für viele NP-vollständige Probleme gibt es Approximationen, von denen man zeigen kann, dass sie garantiert innerhalb einer bestimmten Fehlerrate liegen. Und ganz zum Schluss haben wir jetzt noch gesehen, dass es auch noch einen anderen Ansatz gibt, nämlich es gibt auch Probleme, bei denen kann man Algorithmen produzieren, die immer eine Antwort liefern in polynomialer Zeit, die aber nicht immer richtig ist, aber mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit richtig ist. Und die kann man dann einfach oft laufen lassen und dann kann man sich immer sicherer werden, dass man die richtige Antwort gefunden hat. Das war's für heute. Am Dienstag machen wir noch ein bisschen mehr Zufall und dann sind wir fertig.